So, der Tag nach dem Baumfällarbeiten. Es ist Sonntag. Wir werden ein bisschen aufräumen heute. Hier vorne. Es schneit heute. Zum Glück hatten wir gestern Sonnenschein, keinen Schnee. Ja, hier vorne die Straße wollen wir ein bisschen säubern, hier hinter Magda, dass man hier wieder lang gehen kann. Ja, ansonsten schauen wir uns mal nochmal alle Bäume an heute. Was noch stehen geblieben ist. Die vier hier haben wir ja noch stehen. Ja, einer ist ja hier vorne schon gefällt. Guck mal, das ist der, der auf die Straße gekippt ist. Also, ja, genau. Der da hingeneigt ist. Der da hingeneigt war, der war auch relativ dick. Ja. Das war auch nur die Farbe, die Farbe. Genau, deswegen haben wir den auch abgenommen. Den kleinen hatten wir ja schon Freitag abgenommen hier, den toten. Den hier. Das war ja auch am wenigsten. Dann steht hier ja noch der eine Pfosten. Wo hat denn der hier den Pfahl versenkt? Ja, warte mal, Pfahl er stand wo? Der muss hier irgendwie sein. Da war der. Ich denke, da war ein Pfahl. Wird vom Abstand auch Sinn machen. Ja, meinst du, ich sehe da keinen Pfahl? Nee, der ist ja bodengleich. Ich hab gedacht, er stand hier irgendwo. Eigentlich müsste er da mehr stehen, ne? Da ist er da, ja. Aber ich sehe da auch jetzt nichts. Da müssen wir nochmal gucken. Könntest du Nachbarn, glaube ich, noch am besten sagen. Ja, das war der hier nämlich. Der war, ist ja auch richtig krass dick. Haben sie schön mit dem Fellkeil gemacht. Ne? Da sind auch noch die Scheiben, die hier liegen. Ordentlich im Durchmesser. Hier liegt auch noch ordentlich was. Ja, hier liegt eine Spitze jetzt noch. Zwei sogar, ne? Zwei müssten das sein, zwei ja. Spitzen, so. Zwei Spitzen, eben von den beiden, die wir als letztes dann gestern gemacht haben. Ja, guck mal hier, die Kirsche wurde auch ordentlich beschädigt, aber das, die kommt schon wieder. Ja. Ansonsten liegen jetzt hier diese beiden Spitzen. Das war ja so mit einem Baum mit drei Spitzen, der hier. Eine ist darüber, das ist die hier unten, die da so liegt. Und beide anderen Spitzen liegen hier hintereinander sozusagen. Da haben wir den Weg nur gestern noch freigeschnitten. Die Spitzen liegen da halt noch. Aber die liegen halt hier. Eins und irgendwo ist auch zwei. Ja, die ist schon ziemlich zerkleinert tatsächlich, die eine. Genau, der Stamm von der Spitze sozusagen. Man sieht, das waren eigentlich keine Spitzen, sondern auch schon Bäume. Muss man sagen. Völlig eine kleine krank. Spitze. Völlig krank eigentlich. Aber guck mal, hier ist eigentlich auch schon genug Platz, um den Anhänger drauf zu schieben. Schon richtig gut, ja. Das will wir gar nicht großartig machen. Ne, können wir demnächst schon machen dann, ja. Ja, den Anhänger haben wir nämlich erstmal unten geparkt auf dem Parkplatz. Der kommt jetzt wieder hoch. Der soll ja auf unserem Grundstück hier parken. Ja, ansonsten sehr viel geäst hier. Der Sägetrupp, die Jungs haben schon einiges vorgesägt. Hier, das war auch die ganze Spitze von dem Dreier-Ding, alles zersägt. Hier liegt dann ja noch der andere ganze Baum. Der liegt hier noch im Ganzen. Das ist so ein Busch, der Baum, aber es ist einfach der Efeu, der da rumgelangt ist. Ja, das war der mit dem Efeu. Der ist teilweise schon angesägt da unten. Ja, ja, angesägt ist er überall. Genau, hier standen ja noch zwei so kleine, die zählten ja eigentlich gar nicht so richtig dazu. Ja, das ist dieser kleine Stumpf. Das ist so ein großer Stumpf, habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Ja, schon stark. Ja, hier liegt noch der Strommast. Den habe ich mit dem Bagger noch zur Seite gedrückt. Der lag mir gestern noch im Weg hier. Der parkte nämlich hier der Bagger und lag da hier so quer. Und hier ist der prachtvolle Haufen Tannen geäst. Hier links auch noch. Ja, hier haben die auch schon teilweise die Stümpfe mit dem Spalthammer geteilt. Ist auch schon nicht schlecht. Auch schon ein bisschen was aufgestapelt. Das ist ja längst nicht die Menge, die da noch dazukommt. Ne? Die meisten Stämme stehen jetzt quasi noch. Beziehungsweise liegen schon, aber noch nicht zerteilt. Das kommt ja alles noch dazu. Wenn man hier so rumläuft, ist es auch gar nicht so. Also, ne, da sind schon Sachen gelegt und so. Es geht auch von der Ordnung her. Ja, so viel ist es nicht, weil schon super viel. Da ist ja alles schon zersägt, habe ich jetzt gesehen. Das hat Dirk ja, glaube ich, gestern gemacht. Ist ja alles schon zersägt. Und eine Spitze ist davon ja auch schon zerlegt. Ja.
Die andere machen wir dann auch noch. Da sind nur Äste dahinter. Ja. Ja, ich gehe hier nochmal rum. Das ist jetzt auch nicht so chaotisch, wie man vielleicht denkt. Nee, sehe ich auch so. Ja, der Baum hat ein bisschen gelitten hier, aber der war halt auch schon angeknackst. Mal gucken, was da noch zu retten ist an dem Ding. Da ist halt der raufgefallen, hier so ein Stück zumindest. Ja, hier liegt geäst der Stammlichter, den haben wir da hingelegt. Und der hier, hier ist ja der Brunnen auch irgendwo noch. Man sieht ihn zwar nicht mehr, aber hier ist ja irgendwo noch Brunnen. Den haben wir dann dahin kippen lassen, neben diesen Strommast. Da packt der Bagger jetzt, der kleine Dino. Der Container ist immer noch da. Ein paar Äste noch überall. Hier liegen auch schon Äste bereitgelegt. Oh, ist eigentlich ganz sortiert. So. Ja, und dieser gewaltige Stamm hier. Auch schon noch. Ja, hier liegt die andere Spitze noch, genau. Hat sich ja einmal rumgedreht quasi. Aber das kriegt man ja auch gut weg. Ich kann am Ende gar nicht so viel sagen. Also holzmäßig ja, aber zum Sortieren kriegt man es glaube ich hin. Ja, hier liegen auch schon Stumpfen. Auch nicht schlecht. Die vier sind dann noch hier. Ja, das Loch. Ja, dann sind wir jetzt einmal rum. Wie gesagt, die beiden Spitzen haben wir noch vor uns. Aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Es war nicht möglich, 18 Bäume an 2 Tagen komplett runterzunehmen. Aber das meiste ist auf jeden Fall geschafft. Es ist jetzt nur noch die beiden Spitzen. Und dann schauen wir mal weiter. Haben die Aufräumarbeiten heute jetzt. Das haben wir heute vor. Magda ist schon dabei. Wieder Energie. Weiß nicht, wo sie die her hat. Ja, haben die Jungs hier auf jeden Fall auch richtig gut gefällt, dass sie jetzt sicher umgefallen sind. Ganz gut reingesägt. Mit Fellkeilen genau die Richtung getroffen. Mit Keilen dann umgehauen noch. Ja, aber der war ja auch gar nicht mal so ultra lang hier. Ja, der liegt hier auch ganz gut. Hat tatsächlich gar nicht die Mauer berührt, oder? Genau dran vorbei. Tatsächlich. Kurz vom anderen geendet. Oh. Ja, und heute räumen wir ein bisschen auf, dass wir Platz haben. So. Ja. Was sagst du? Wir sind im Garten. Schauen wir uns das Desaster nochmal an. Nein, eigentlich ist es ja ein positives Desaster. Alle Bäume eigentlich sind oben. Ein gutes Ergebnis. Genau, ein gutes Ergebnis. Keiner hat sich verletzt tatsächlich. Wir haben viel geschafft. Viel hingelegt. Nicht alle Bäume sind oben. Also wir haben hier noch 2, die noch stehen. Genau, 2 haben wir noch. Plus 3 hinten in der Ecke, den haben wir erstmal gar nicht angefasst. Da reichte die Zeit nicht. Und es stehen halt auch nochmal ein paar Stämme quasi. Hier im Hintergrund seht ihr einen. Fehlt noch und deswegen brauchen wir die Bühne tatsächlich auch noch einmal und werden uns da mal morgen drum kümmern, ja. Wo wir da eine nochmal herkriegen. Schnell nochmal herkriegen, genau. Um nochmal einen Tag nachzulegen. Die Nacharbeit hier auf dem Boden, was diese ganzen Kollegen hier angeht, das wird auch noch eine Weile dauern. Aber. Ja, es wird nochmal viel Arbeit. Wichtig ist, dass sie erstmal liegen. Die liegen und ich finde, sie liegen eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also es ist schon alles relativ gut sortiert, die Äste und so weiter. Das habt ihr schon gut gemacht gestern alle unten. Ja. Dass das gar nicht so alles unter den Füßen ist tatsächlich am Ende. Ne? Ja. Es sind so unfassbar viele Eindrücke von diesen beiden Tagen. Ja. Dieses Desaster mit den Stadtwerken. Da fing es damit an, ja. Die 4 Stunden lang auf ihrem eigenen Hubsteiger festhingen, weil sie das Ding nicht bedienen konnten und keinen Schlüssel hatten und keine Ahnung hatten und wir haben noch versucht, ihnen zu helfen. Aber hatten ja auch keine Zeit. Später wollten sie noch, dass wir sie retten mit unserem Hubsteiger, aber
das war einfach zeitlich auch nicht drin, da nochmal mit unserem Hufsteuer hinzufahren, die runterzuholen. Naja, das kostet ja auch alles eine halbe Stunde am Ende. Ja, also keine Ahnung. Ne? Am Ende waren sie irgendwie 6 Stunden hier, wovon sie 4 Stunden festhingen. Und allein für die Arbeit die Leitung runterzunehmen, haben sie, glaube ich, 20 Minuten gebraucht. Ja, am Ende sind sie ja mit Steigeisen hoch. Auf dem einen Mast ja sowieso nur. Und zu dem einen Mast haben wir sie dann mit unserem Hubsteiger gefahren. Haben wir sie noch hochgefahren, genau. Also, das war schon auch, dass man dachte so, wieso passiert das so? Ja. Ja, hat uns aber auch am Ende Zeit gekostet, weil wir dann die Bäume, die hier halt die Strommästen auch betreffen, nicht richtig beschneiden konnten oder auch immer aufpassen mussten, vorsichtig sein. Und vielleicht hätten wir ja teilweise die Spitzen sogar auch runtergeholt, aber haben wir dann halt natürlich nicht gemacht, ging ja nicht. Mussten dann wieder umparken und ja, vielleicht hat uns das auch die Stunde am Ende gekostet, die jetzt fehlte. Weiß man natürlich nicht, aber ärgerlich und aber war auch anders abgesprochen. Also. Man muss es aber trotzdem, also ich finde, danach sieht man halt immer gerne so, oh ja, das haben wir nicht geschafft und so, aber man muss auch sehen, das sind 18 hammermäßig riesige Fichten, alle so um die 30 Meter hoch. Ja. Teilweise solche Stämmer hier, der Kollege ist auch echt richtig fett. Als die auf den Boden gerumst sind, hat man echt den Boden beben gespürt. Genau, drei, vier hier. Ne? Und mit uns beiden waren einige Helfer da, aber wir waren auch keine 20 Leute. Also es ist halt das, was wir hier alle gewuppt haben. Ich glaube, alle kamen auch echt an ihre körperlichen Grenzen. Wir sind auch allen super dankbar, unseren Freunden, unseren Nachbarn auch, wie verständnisvoll die sind und wie nett. Und die haben uns auch geholfen beim Tragen und haben auch echt gar nicht gemurrt, dass wir auch teilweise ja mal was auf ihr Grundstück gelegt haben. Das haben sie uns erlaubt und das war okay. Also da können wir, glaube ich, auch nur dankbar sein für alle Leute, die uns geholfen haben. Da sind wir echt, echt froh. Und ja, diese ganzen Eindrücke muss ich erstmal sammeln. Also, dass ich jemals so riesige Bäume hier mit den Jungs runterhole, hätte ich nicht gedacht. Und ja, für mich auch dieses Erlebnis mit diesem Steiger und so, das ist ja auch, macht man jetzt auch nicht jeden Tag da auf 30 Meter Höhe oder knapp 30 Meter am Ende. Bis zum nächsten Morgen wankt man immer noch nach, um das auszugleichen. Hat man immer noch im Kopf, liegt sich ganz komisch im Bett abends. Kennt ihr das Gefühl, wenn man den ganzen Tag im Freizeitpark Achterbahn gefahren ist und danach, wenn man dann im Bett liegt, spürt man immer noch dieses, man hat das Gefühl, man ist immer noch in der Achterbahn. Also ich kenne das Gefühl. Dieses Gefühl hatte Jonas jetzt mit dem Steiger, Momme auch. Momme ja auch, genau. Das schwankt nach. Also ich glaube, der Kopf ist da, glaube ich, so durcheinander irgendwie. Wir waren ja 10 Stunden da oben. Ne? Naja. Das war wirklich lange. Ja, aber es hat alles gut geklappt. Wie gesagt, keiner hat sich auch verletzt. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ich hoffe, alle irgendwie regenerieren sich irgendwie. Ja, und jetzt kommen die Aufräumarbeit. Genau, jetzt räumen wir auf. Für den einen oder anderen müssten wir uns auch nochmal ein schönes Dankeschön aussuchen. Ja, es gab auch ordentlich was zu essen und zu trinken. Da hatten wir eine Station aufgebaut, auch bei unseren lieben Nachbarn. Ich hoffe, dass verhungert ist keiner. Ja, wir damit zumindest den Jungs und Mädels ein bisschen was zurückgeben konnten schon für all das, was die für uns gemacht haben. Und ja, das würde jetzt noch eine Weile dauern, aber bei uns ist das ja eigentlich immer so, ne? Also das Ausräumen der Hütten hat eine ganze Weile lang gedauert. Das Abreißen der Hütten dauert auch immer noch an. Dauert immer noch an. Ist zwar schon zu größten Teilen irgendwie fortgeschritten, aber klar, noch Restarbeiten sind immer noch zu tun. Auch als wir damals den Grünschnitt angefangen haben überhaupt, um hier überhaupt durchzukommen durch das Grundstück, auch das hat ewig gedauert. Da haben wir auch so viele Wochenenden mit aufgehalten und ja, auch die Nacharbeit dieser ganzen Fichten wird uns Zeit kosten, aber das wuppen wir schon. Man darf ja auch nicht vergessen, dass schon heute nicht mal ein Jahr wir den Garten haben.
Ne? Ja. Also es ist ein Jahr gerade mal nicht mal vergangen und ja, die Häuser sind fast weg, die Fichten sind jetzt quasi runter. Ja. Und man kann das Grundstück wieder betreten. Das war ja alles zugewuchert bis zum Gehtnichtmehr. Ja, bei unserer ersten Besichtigung haben wir uns hier nur so durch so Dornen irgendwie gestrüpp gekämpft. Und also in einem Jahr ist schon sehr viel passiert. Ja, und wir machen es hauptsächlich, also natürlich gestern haben uns Leute geholfen, immer noch keine Massen, würde ich sagen. Also ne, wir haben immer noch, waren ein überschaubarer Trupp, würde ich sagen. Und trotzdem haben wir viel mit denen gewuppt und auch die ganze Zeit, wo wir hier arbeiten, machen wir das überwiegend zu zweit allein. No. Nicht, weil irgendwie gar keiner irgendwie helfen würde, aber wir machen es ja halt auch jedes Wochenende, kommen immer hierher. Also klar, manchmal ist auch mal was los am Wochenende, wir haben irgendwelche Einladungen, irgendwie was anderes vor, dann kommen wir auch mal nicht oder das Wetter ist so scheiße, dass man sagt, okay, komm, lass. No. Aber sonst kommen wir ja jedes Wochenende. Und da fragen wir nicht jedes Mal, ob jemand mitkommt, so, weil... das kannst du keinem zumuten. Das kannst du eigentlich keinem zumuten, nee. Da kommen wir einfach hierher und arbeiten und wenn es mal so größere Sachen gibt, wie irgendwie, wir müssen jetzt mal den ganzen Sperrmüll an die Straße tragen, dann haben wir schon mal für Hilfe angefragt, die wir auch bekommen haben. Wow. Aber ansonsten darf man das einfach nicht außer Acht lassen. Wir machen das hier hauptsächlich nur zu zweit. Wir machen es ja auch für uns. Wir wollen ja irgendwann einen tollen großen Garten haben. Das ist doch voll okay. Ich glaube, wir wachsen da auch dran. Ja, wir müssen die Eindrücke, glaube ich, echt nochmal sammeln. Ja, genau. Alles nochmal irgendwie Revue passieren, was wir hier so gerissen haben. Und uns nochmal Gedanken machen. Aber ich glaube, ich habe vorhin noch gesagt, dass ich glaube, dass wir als Paar auch irgendwie dran wachsen und auch jeder selbst als Person irgendwie. Ja. Also weil man traut sich mehr zu. Am Anfang irgendwie, als ich den Asbest gesehen habe, dachte ich, nicht machbar für mich, für einen Menschen, keine Ahnung. Dachte, ich muss eine Firma machen. Oder als ich die Häuser gesehen habe, so Abriss, ein ganzes Haus abreißen, wie soll ich das bewerkstelligen? Dass wir uns einen Baggerlader gekauft haben, hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Der uns ja auch schon viel Arbeit irgendwie erleichtert hat. Uns aber auch Kummer bereitet hat, weil das ja zwischenzeitlich auch dem Kühlwasser. Ja, also, wir wachsen dran, denke ich. Definitiv. Jetzt gucken wir mal, was wir heute noch reißen. Heute räumen wir auf, genau.